Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mal gerne auf meine Wasserwerte eingehen. Im letzten Video habe ich ja erzählt, dass der Nitrat- und Nitritwert so hoch waren. Ja, da habe ich ja ein paar Vorkehrungen getroffen, weniger füttern und ein paar andere Sachen. Special Blend und Night Out 2 weiterhin zudosiert von Microbelift. Und ja, einmal auf die Werte wollte ich eingehen und dann wollte ich auch ein Versorgungssystem starten, weil bei mir auch schon ein Verbrauch da ist. Da wollte ich euch einmal ein paar Werte zeigen. Ich habe die unter anderem in einer App notiert. Und zwar so. Und zwar hier haben wir einmal die ganzen Werte, die ich so ziemlich von Anfang an eingetragen habe. Vom 16. Juni, ich glaube 13. Juni habe ich den gestartet und ja, und das sind die Werte, die ich dann übernommen habe. Hier oben sieht man auch, pH-Wert ist ungefähr bei 8 geblieben, wobei ich muss dazu sagen, ich habe von einem Süßwasserbecken die Tests von JBL und die sind jetzt von der Skala her nicht ganz richtig für ein Meerwasseraquarium, deswegen kann ich das nicht auf die Kommastelle genau ablesen, aber so circa 8 müsste das sein. Ja, die Carbonathärte, die ist immer wieder runtergegangen, der Verbrauch. Da habe ich auch schon was dazu gesagt, dass ich da Kaisernatron immer dazu dosiert habe, um das anzuheben. Aber ist jetzt, kann man machen, aber jetzt langfristig gesehen muss ich da einen stabilen Wert einstellen, deswegen auch mit der Dosieranlage. Mit dem Versorgungssystem. Ja, Ammonium ist jetzt bei 0 gewesen und Nitrit haben wir ja schon gehabt, der ist ziemlich hoch gegangen, zwischenzeitlich sogar auf 2 Milligramm pro Liter sind das, glaube ich. Ist aber in der letzten Zeit jetzt seit dem ja, 15. Juli ist er stetig runtergegangen und am 19. Juli habe ich dann die letzte Messung jetzt gehabt, da ist er auf 0,5 gewesen. Also das mit der Geduld und nicht irgendwie falsche Dinge da ins Becken hauen, sondern weiter Special Blend und Night Out zu dosieren. Das hat sich jetzt als gut herausgestellt und da sind die Werte Gott sei Dank wieder runtergegangen. Jetzt haben wir Nitrat, da war ich auch super happy. Das ist zwischenzeitlich auf 30 gewesen und ist jetzt auf einen Schlag auch auf 10 runter, also ein super Wert. Ja, dann haben wir Phosphat, ist auf 0. Mit dem Tröpfchentest, den ich jetzt habe, ist das aber ganz schlecht abzulesen. Also da ist das die Flüssigkeit so klar, also da kann man gar nicht abschätzen, ob das 0,02, 0,03 oder wirklich ganz klar ist. Das, ja, wie gesagt, das sieht man nicht. Für mich ist das ganz klar, also schreibe ich dann 0 hin. Ja, Calcium kann man dann hier richtig schön sehen, wie das stetig runtergeht. Also da kann man auch schon jetzt langfristig ausrechnen, was man dann dazu dosieren muss mit den über dem Versorgungssystem der Dosieranlage. Und Magnesium, Moment, so. Magnesium ist ja auch langsam runtergegangen, aber Magnesium wird ja am wenigsten verbraucht und jetzt seit der letzten Messung ist das wieder ein bisschen angestiegen, aber das ist deswegen, weil ich ja zuletzt wegen den hohen Werten nicht einen 10- oder 20-prozentigen Wasserwechsel gemacht habe,
Und höchstwahrscheinlich jetzt deswegen ist das wieder langsam hochgegangen. Aber wenn ich jetzt durch so ein Versorgungssystem im Allgemeinen jetzt nicht jede Woche, sondern vielleicht jede zweite Woche oder auch jede dritte Woche, ich sag mal jede zweite Woche eher, einen Wasserwechsel mache, dann wird das auch langsam wieder fallen. Wie gesagt, aber bis das überhaupt in den Bereich kommt, wo ich Magnesium anfange, langsam zu dosieren, das dauert ja noch was. Ja, das war's zu den ganzen Werten. Ja, außerdem wollte ich noch, ja, wie gesagt, gleich auf ein Versorgungssystem vorstellen, das ich dann nutzen werde. Und ja, und dann hinterher zeige ich euch noch mal ein bisschen das Becken und erzähle euch noch mal ein bisschen was dazu. Unter anderem, wie eine Turboschnecke fast es geschafft hat, mein Becken auf 7:30 zu drehen. Also das war schon grenzwertig, aber da erzähle ich euch später noch was dazu. Erstmal zeige ich euch mal, was ich jetzt als nächstes vorhabe mit dem Versorgungssystem. So, da bin ich wieder. Als Versorgungssystem hat mir die Firma Akra das Microbelift Basics zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Wer mein erstes Video schon gesehen hat, den ist vielleicht aufgefallen, dass ich das Salz und auch die Starterbakterien wie Special Blend und Night Out auch von der Firma Akra Microbelift genutzt habe. Und ich war bis jetzt damit super zufrieden. Ich hatte keine Probleme gehabt. Deswegen freut mich auch, dass ich das hier probieren darf. Und ich habe da keine Bedenken, dass das irgendwie schief gehen wird, weil wenn die Qualität genauso gut ist wie die anderen Produkte, die ich bis jetzt genutzt habe, dann wird das schon alles klappen. Ja, ich packe das mal aus und dann gucken wir uns das mal an. Ja, das war für mich, was das Thema Korallenversorgung angeht, immer so ein bisschen so ein heikles Thema, weil als Anfänger dachte ich, okay, wenn du irgendwann mal so weit bist, dass du da so ein Versorgungssystem starten musst, dann fängt es an, kompliziert zu werden. Und ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt, was da überhaupt für Möglichkeiten sind und so weiter. Und dieses Versorgungssystem, das hat mich jetzt am meisten angesprochen, weil man wirklich speziell alle Elemente einzeln zudosieren kann. Und wenn ich mir jetzt meine Werte angeguckt habe und man wächst da irgendwie langsam rein, man sieht, Carbonathärte fällt langsam und das Versorgungssystem, das hat jetzt wirklich Carbonathärte, Kalzium, Magnesium, alles einzeln, die Elemente, die man zudosieren kann. Und hier, das ist jetzt ein kleines Paket, da gibt es zwei verschiedene Größen, je nachdem, was für ein Becken ihr habt, welche Größe ihr habt. Das sind jetzt 1 Liter Flaschen und es gibt noch ein größeres Set mit 5 Liter Flaschen. Also diese Flaschen zum Anmischen der Stammlösung bekommt ihr dann. Dann sind drei solche härtere Röhrchen, die könnt ihr dann hier, wenn ihr ein Loch hinterher reinmacht, reinstecken und direkt hier draus dosieren. Bei mir ist das aber so, ich werde das hier anmischen und habe dann andere Dosierbehälter. Dann gibt es hier einmal Carbonat. Eine größere Menge, weil davon auch mehr verbraucht wird. Ich halte das mal ein bisschen näher dran. So sieht das aus. Dann ist hier einmal Calcium. Und dann habt ihr hier nochmal Magnesium. Davon ist nicht so viel da, weil da ist der Verbrauch auch minimal. Da braucht man auch nicht so viel davon. Ja, wie gesagt, und andere Firmen haben wahrscheinlich auch so ähnliche Systeme. Ich glaube, das heißt irgendwas mit Balling-System oder Balling Light oder wie auch immer.
Auf jeden Fall, wahrscheinlich sind die anderen auch ziemlich gut. Ich habe jetzt noch keins von anderen Systemen getestet oder was davon gehört, wie das jetzt ist von der Handhabung her. Aber hier, so wie ich mir das jetzt grob durchgelesen habe, ist das schon ziemlich einfach. Und zwar habt ihr dann hier die Beschreibung. Hier steht dann einmal drin, die Messwerte, welche Messwerte habe ich, wie viel verbraucht mein Aquarium, habe ich ja in der App gerade gezeigt, das kann man dann innerhalb einer Woche oder 2 Wochen messen und dann sieht man genau, wie viel man verbraucht hat. Unten, dritter Schritt, ist dann, welchen Aquariumtyp habe ich, gemischtes Riff, SPS und LPS oder nur SPS und demnach hat man hier Werte, die man dann anstreben sollte. Und als nächsten Schritt wird dann gezeigt, wie man die Stammlösung ansetzt. Und je nachdem, welches Riff ihr dann habt, gemischtes und so weiter, stehen auch die Mengen, wie viel Milliliter man dann zudosieren muss. Aber das zeige ich gleich noch mal kurz. So, das sind dann die Mengenelemente, die ihr hier habt. Und dazu habt ihr dann noch die Spurenelemente. Und zwar ist hier einmal, ich nehme das mal alles nach der Reihe. So, hier haben wir einmal Elementkomplex. So sieht das aus. Und zwar ist das für Vitalität, gesundes Wachstum, Farbenpracht. Und die sind dann auch bezeichnet mit 1.2. Das heißt, genau wie die Mengenelemente, 1, 2, 3. 1.2 gehört dann hierzu, zu Calcium. 1.1 fehlt uns noch, Strontiumkomplex. Das ist für kräftiges Kalkskelett, gesundes Wachstum, Vitalität, stärkt das Gewebe. Das gehört dann hier zu Calcium dazu. Also das mischt man hinterher auch wirklich mit dem Calcium hier nur zusammen. Halogenkomplex haben wir hier, 3.1. Das ist für Farbenpracht, gesundes Wachstum, auch prächtiges Polypenbild. Das ist dann für Magnesium, ne Quatsch, für Carbonat, so 3.1. Und dann haben wir hier, was in Magnesium noch dabei kommt, ist Vitaminkomplex. Und zwar ist das Wohlbefinden, auch prächtiges Polypenbild, kräftige Farben. Das mischt man dann mit denen hier zusammen. Also alles mit den Nummern auch ganz einfach beschrieben, kann man sich normalerweise nicht vertun, so wie ich jetzt gerade fast. So, das haben wir einmal. Dann haben wir hier noch ein paar Aufkleber in klein und groß, einmal für die Flaschen und einmal für das Versorgungssystem. Ne, Quatsch, nicht Versorgungssystem, sondern für die Dosierpumpe, so, jetzt ist das richtig. Für die Dosierpumpe habt ihr dann noch so kleine Aufkleber. Und dann ist hier noch ein Schlauch dabei. Ich glaube 3 Meter, wenn mich nichts irrt, nichts täuscht. Beim Lido 200, falls ihr dieses Aquarium haben solltet, wenn ihr kein Technikbecken unten habt, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen, ne? Weil ihr müsst ja mit den Schläuchen komplett nach oben. Das zeige ich euch gleich auch, wie ich das bei mir gemacht habe. Und falls ihr aber das Lido 200 mit einem Technikbecken unten drin habt, dann reicht das auf jeden Fall, weil dann sind die Wege halt nicht so weit, ne? So, jetzt haben wir hier einmal, ich habe das jetzt bis jetzt auch noch kein einziges Mal gemacht. Ich fange mal an mit der Carbonathärte. So, dann ist hier
Hier einmal beschrieben auf den Packungen selber. So, hier seht ihr das. Und zwar hier ist hier einmal beschrieben die Stammlösung. Also für 1 Liter Stammlösung braucht ihr 85 Gramm von den Basic 3, also von dem Carbonat. Ja. Mischt das dann zusammen für 1 Liter. Also würde ich 1 Liter im Messbecher nehmen, würde ein bisschen da rein tun, dass ihr überhaupt eine Flüssigkeit da drin habt an Osmosewasser. So, würde das dann hier rein tun, würde dann die 85 Gramm dabei tun mit dem Trichter, durchmischen und dann auffüllen auf den 1 Liter. Wenn ihr das dann fertig habt, diesen Liter, dann steht hier unten beschrieben 35 Milliliter verbrauchen, nein, Quatsch, 35 Milliliter auf 100 Liter Aquariumwasser, ne, von eurem Becken heben die Härte um 1 Grad an. Ne, also 1 Grad plus 1 Grad deutscher Härte. 35 Milliliter über die Dosierpumpe oder auch wenn ihr das manuell dosiert. So, das heißt, wenn ich mein Becken jetzt 200 Liter hat und ich das um 1 Grad anheben möchte, brauche ich natürlich dann 70 Milliliter. So, wenn ich jetzt beispielsweise mit meinen Tests oder sehe, dass die Carbonathärte innerhalb von einer Woche um 1 Grad fällt, dann muss ich die 70 Milliliter am besten teilen, entweder durch 7 oder durch 14, wenn ihr zweimal am Tag dosiert zum Beispiel, und verteilt halt die Menge auf die eine Woche. Wenn das dann um 2 Grad fällt innerhalb von einer Woche, dann dementsprechend das Doppelte. Hier unten habt ihr dann auch noch stehen, ein bisschen tiefer, falls ihr ganz ohne Anmischen von der Stammlösung das Pulver direkt dosiert, dann würde das auf 100 Liter Aquariumwasser 3 Gramm sein, um 1 Grad deutscher Härte anzuheben, die Carbonathärte, die Härte. Ja, so ähnlich wie mit dem Kaisernatron, so hatte ich das eigentlich auch. Bei 200 Liter hatte ich 6 Gramm gehabt. Mit Osmosewasser oder beziehungsweise mit Salzwasser hatte ich das sogar ein bisschen aufgelöst und das hat ziemlich gepasst. Ja, 0,8 hab ich dann die Härte angehoben bekommen. So, das dazu fürs Carbonat. Das ist die Nummer 3. Und hier haben wir ja den Halogenkomplex. Und den. Bei denen steht bei Dosierung Konzentrat auf 1 Liter, geben Sie 15 Milliliter direkt in die angemischte Basic 3 Stammlösung in Klammern 1 Liter hinzu und behalten Sie diese angegebene Dosierung bei. Eine Zugabe von 37 Milliliter dieser Stammlösung auf 100 Liter Aquarium Wasser erhöht die Carbonathärte um 1 Grad. Alles klar, das hatten wir ja gerade. Also verstehe ich das so, 15 Milliliter, unabhängig davon, wie groß euer Becken ist, 15 Milliliter auf 1 Liter mit rein, durchmischen und ja, und dann habt ihr das schon mal, das Gemisch mit dem Halogenkomplex. Zack und kaputt. Beim Calcium ist das auch hinten alles beschrieben. Auch Stammlösung bei Calcium ist auf 1 Liter 367 Gramm von dem Calcium. 367 Gramm. Und dosieren tut man folgendes: bei 100 Liter Becken. Und eine Zugabe von 10 Milliliter erhöht man den Kalziumgehalt um +1,5
plus 10 Milligramm pro Liter. Also bei 10 Milli bei meinem Becken 200 Liter müsste ich 20 Milliliter dosieren, um plus 10 Milligramm pro Liter zu erhöhen. Genau dasselbe Spiel. Ihr rechnet dann aus, wie viel Kalzium innerhalb beispielsweise einer Woche eure Korallen verbrauchen. Und dann rechnet ihr das dann halt aus. So ein bisschen tiefer steht hier dann auch noch Basic Konzentrat. Da muss ich noch mal gucken, was das ist. Ach so. Bei Konzentrat steht eine erhöhte Menge. Das heißt, bei anstatt 367 Gramm auf 1 Liter kann man 500 Gramm. Ich weiß gar nicht, wie viel hier in der kleinen Packung drin ist. Einen Moment. So, 900 Gramm, 910 Gramm, 11 Gramm. Wenn man jetzt ein Konzentrat machen möchte, anstatt 367 Gramm, 500 Gramm von denen auf 1 Liter. Und dann müsst ihr dann halt anstatt 10 Milliliter 7,5 Milliliter dosieren auf 100 Liter Aquariumwasser, um auch auf plus 10 Milligramm pro Liter Kalziumgehalt zu erhöhen. Also kann man sich dann selber aussuchen, ob man lieber normal die Stammlösung oder ein Konzentrat anmischen möchte. Und genauso kann man dann auch in Pulverform 3,7 Gramm erhöhen auf 100 Liter, um auf die Menge von plus 10 Milligramm pro Liter auch zu erhöhen. Also in Pulverform kann man das auch dazugeben, notfalls, falls man das jetzt nicht mit Osmosewasser mischt. So, hier, zack. So, hier steht das dann nochmal, also in meinem Fall gemischtes Riff, Basic 1. So, Calcium 30 Milliliter. So, jetzt kann ich hier auch nochmal gucken. Eins Punkt eins, das ist das hier, steht dann auch. Gucken wir mal, ob das hier so stimmt. Hier Dosierung 30 Milliliter auf 1 Liter. Na, also im Endeffekt, das, was hier drauf steht, steht hier auch nochmal ganz gut beschrieben. Bei dem Basic 1 Calcium muss man auf 1 Liter Stammlösung muss man von 1,1 30 Milliliter mit dabei tun, von 1,2 auch 30 ml, dann halt das Calcium, so wie hier beschrieben, 367 Gramm, alles zusammen auffüllen auf 1 Liter, durchmischen, fertig. Bei Basic 2 Magnesium, damit fange ich heute erst gar nicht an, weil bis ich da überhaupt auf den Wert komme, dass ich da überhaupt ein bisschen zudosieren muss, vergeht, glaube ich, noch etwas. Und das lasse ich dann erstmal.